Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Fastest in Light. Denn wir müssen schon wieder von vorne anfangen. Eigentlich würde ich ganz gerne nochmal das normale Schiff nehmen. Ich bin damit eigentlich recht zufrieden. Mit den Drohnen finde ich das nicht ganz so schick. Deshalb Schwierigkeit ist wäre einfach. Weil auf normal würde ich es ja überhaupt nicht hinkriegen. Crew auch perfekt. Sogar Notch ist dabei. Naja, warum auch nicht, wenn er möchte. Und dann beginnt die Reise langsam wieder. Was? Quarantäne-Level. Zum Storm möchte ich jetzt noch nicht. Ich meine, was sollen wir da? Hier möchte ich eigentlich auch nicht hin. Das könnte schon wieder unser Ende sein hier. Okay, jetzt muss ich doch mal nachdenken. Ah, Rakete auf Schilde, Laser auf Waffen. Gleich so schnell wie möglich weg. Das heißt, ich werde auf die zweite Rakete noch verschießen. Nein, werde ich nicht. Einer kommt sowieso noch, das kann ich nicht verhindern. Da oben können wir zum Glück einfach die Luft rauslassen. Und dann kommen wir gleich auch hoffentlich schnell weg. Lösch doch mal das Feuer hier bitte. Weiter geht's, auch wenn es da leider abgehen könnte. Ach Gott, schon wieder so ein Mist. Ja, wir haben das versucht und die sind wohl nicht glücklich mit unserer Lösung. Okay. Jetzt haben wir jetzt zum Glück erstmal ein bisschen Zeit zu reparieren. Notch wieder zu den Waffen und Bowie zu den Schilden. Und für uns heißt es weiter ein bisschen rumspringen. Ich könnte eigentlich mal wieder da oben zumachen. Und Artemis auf die Schilder, anderes auf die Waffen. Also nachdem die Artemis eingeschlagen hat, natürlich. Sehr gut. Damit haben wir die dann auch mit dem nächsten Feuerstoß. Und zwar jetzt. Und wieder ein bisschen Scrap für uns. Und außerdem 3 Fuel. Das heißt, ich könnte eigentlich jetzt schon mal hier so ein bisschen aufwerten. Und jetzt können wir auch noch ein bisschen rumspringen. Ein bisschen mehr Scrap verdienen, hoffentlich. Ah, ist ein gutes Angebot. Deshalb habe ich das einfach gemacht. Ach, ein Asteroidenfeld, ja komm, exploren wir. Gab ein bisschen Scrap. Das heißt, ich kann mir noch eine Powerbar mehr leisten. Sehr gut. Und schon ist das Schild aufgerüstet. So, damit geht's zum Ausgang. Denn wir wollen ja weiterspringen. Das Angebot finde ich jetzt nicht so gut. Nächster Sektor, jetzt nochmal gucken. Wir könnten da auch nur größtenteils durch freundliche Gebiete gehen, wenn wir möchten. Ist vielleicht auch das sicherste, aber da kriegt man vielleicht auch weniger Scrap. Ach, ich habe sowieso keine Ahnung, was hier das Beste wäre. Ich hoffe, ich mache hier jetzt nochmal ein bisschen Scrap, damit ich das beim Tor ausgeben kann. Ja, ein bisschen Scrap gab's. Da kann ich eigentlich auch nochmal vorbeigucken. Treibstoff kaufen wir gleich 9. Ah, und wieder mit schöner Musik hier. Die kommen wohl jetzt erstmal nicht so schnell durch die Schilde durch, hoffe ich.
Jetzt mit einem auf die Waffen. Sehr gut, damit dürfen die eigentlich kein Problem sein. Jetzt können wir mal auf die Schilde schießen. Dann vielleicht auf die Drohnen oder doch besser nochmal auf die Waffen. Also vor diesem kleinen Laserstrahl habe ich jetzt nicht so viel Angst. Oder wir schießen als nächstes. Ach, wir können eigentlich auch noch eine Rakete draufhauen. So, jetzt noch ein Schuss und diese Geschichte. Ausgezeichnet, wieder mehr Scrap für den Store. Jetzt sollten wir uns hier doch ordentlich versorgen können. Treibstoff kaufen wir und Raketen kaufen wir. Verkaufen tun wir nichts, reparieren müssen wir uns auch nicht, weil wir so gut sind. Das heißt, wir können weiterfliegen und Piraten angreifen. Ich kann die Waffen leider alle gar nicht so richtig zuordnen. Vielleicht schieße ich auch einfach nur jetzt mal auf die Waffen, ohne vorher eine Rakete abzuschießen, aber jetzt habe ich schon Raketen gekauft, dann kann man die auch benutzen. Jetzt versuchen die abzuhauen, ausgerechnet jetzt. Obwohl ich nur noch einen Schuss durchbringen muss. Das heißt, meine Waffen müssen schneller geladen sein als deren FTL-Antrieb. Und das hat auch hingehauen. Zum Glück hat nur einer nicht getroffen gerade. Da gab es nochmal Zeug für umsonst. 150 brauche ich für den nächsten Schildlevel. Vielleicht sollte ich mir für die Stores auch ein bisschen was aufbewahren. Eindringlinge. Da haben wir sie gefunden. Ich wollte gerade schon sagen, wer sie findet, kriegt einen Keks. Aber wir haben ja sowieso keine Kekse an Bord. Das sollte man mal beantragen. Und wir hauen mal kurz ab, regenerieren uns. Ich hoffe, ihr versteht das, Jungs. Das heißt, wir sind euch komplett überlegen, aber ist ja nicht schlimm. Es war aber auch keine Aufforderung, dass die jetzt unbedingt unsere Schilde kaputt machen müssen. Haut ab. So. Jetzt regenerieren wir uns eben schon alle. Damit kann Bowie schon mal zu den Schilden gehen. Emma wieder zum Antrieb. Nordschilf kurz beim Operieren. Um danach zu den Waffen zu gehen. Ja, mal wieder ein Schiff. Die haben aber einen Raketenwerfer jetzt, das ist ungesund. Also erstmal volles Feuer auf die Waffen, wenn ich bitten darf. Oh, das ist auch ungesund. Irgendjemand muss es mal eben abchecken. Bei irgendwelchen Systemen sind die. Aber wo? Und auch. Ich finde die nicht. Da ist der. Ach, Tag. Ja, gegen Tag muss man leider helfen. Obwohl, nee, muss man gar nicht. Weil die können dann sowieso nicht schießen, also ist egal, was ich mache. Das heißt, wir können wir einen Burst Laser laden. Der haut sowieso ab. Emma, zur Steuerung. Du reparierst mal hier. So, die Waffen sollen die gar nicht erst rausholen. Die holen trotzdem ihre Waffen raus. Nett ist das nicht. So, jetzt holen die gar nichts mehr raus. Ja, jetzt springen wir wieder ein bisschen weiter. Ne, Drohnenteile brauchen wir leider nicht. Aber im Store gibt es bestimmt was, was wir brauchen. Ah, der Hull-Laser gibt es wieder.
Der Hall-Laser. Der Hall-Laser ist eigentlich besser als der Beam, oder? Braucht genauso viel Energie. Lädt schneller. Na gut, der Beam hat dann eigentlich nur den Vorteil, dass er mehrere Teile treffen kann. Was natürlich auch interessant wäre, wäre hier der Jan Magna. Waffe oder das Glühwürmchen? Ach, wir nehmen mal die Waffe. Kaufen nebenbei noch ein bisschen Treibstoff. Eine Rakete, dann sind wir auch pleite. Sehr gut. Jetzt kann man noch ein bisschen rum erkunden gehen. Vielleicht kriegen wir wieder ein bisschen Scrap rein. Ich weiß, dass ich jetzt nicht alles repariert habe. Aber ich war mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich notwendig wäre. Auf was schieße ich? Die Rakete möchte ich jetzt eigentlich nicht verschwenden, nur dafür, dass die an den Schilden hängen. So, wir können nochmal operieren gehen. Puh. Und weiter drauf schießen. Ich bin gerade ein bisschen lucky, dass sie nicht treffen. Ha, erster Schuss, der durchkam. Leider auch bei denen Schuss, der durchkam. Und Rakete hinterher noch. Und nächster Schuss müsste das doch jetzt eigentlich beenden, bitte. Oh Gott. Das ist die große Frage. Rakete verschwenden, dafür schießen einfach nur nach mit der Rakete. Gehen wir auf Nummer sicher. Immerhin gab 18 Scrap. Seit wann haben wir den eigentlich dabei? Egal, warum fahre ich nach? Willkommen an Bord. Geh arbeiten. Dann sind wir auch glücklich. Ha, perfekt. Jetzt können wir gleich schon mal ein Targeting System reparieren. Perfekt gelöst, sag ich dann. 60 bräuchte ich dafür, deshalb erstmal noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schon zum Ausgang. Ach, wir gehen nochmal eben nach oben, gucken, ob da noch was Schönes ist. Ne. Also geht's zum Ausgang. Ne, Drohnenteile brauchen wir nicht. Und ich beende jetzt hiermit mal die Folge. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin euch noch einen schönen Tag. Ciao.